Hallihallöchen zusammen und willkommen zum, ja, ich würde sagen, ersten Kanal-Update hier auf diesem Kanal. Ja, die nächsten beiden Jahre werden wohl sehr bewegte Zeiten werden. Es gibt einige Neuigkeiten, auch bezüglich unserer, beziehungsweise meiner Sammlung. Und ja, ich will euch auf dem Laufenden halten und dementsprechend legen wir los. Ja, lehnt euch zurück, Leute. Wir machen heute nichts auf, wir gucken uns heute nichts an. Das ist alles Deko. Holt die Cola raus, packt das Popcorn aus, schlaft eine Runde, wie ihr wollt. Das wird ein ganz entspanntes Labervideo werden. Ja, zum einen ist es so, warum ist es das erste Kanal-Update? Es gab vorher einfach nie eins, wer hätte es gedacht. Aber warum ist das so? Ganz einfach, auf meinem Kanal passiert eigentlich nie viel. Es gibt eigentlich nichts, also zumindest nicht genügend Neuigkeiten, um da ein extra Video zu machen. In der Regel, ja, das ist, wenn es mal eine Neuigkeit gibt, dann erwähne ich das vielleicht ein, zwei Mal in einem normalen Video am Anfang. Und ja, mehr ist da nicht. Also in der Regel ist es vielleicht ein, zwei Neuigkeiten, brauche ich kein Kanal-Update für machen. Aber dieses Mal haben wir doch ein bisschen mehr Informationen. Dementsprechend gibt es jetzt wohl eben ein Kanal-Update. Anfangen möchte ich mit etwas, das schon im letzten Video besprochen wurde. Beim Code of the Duelist Opening habe ich ja darauf hingewiesen, dass das Format End of an Era verschoben wird. Warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Video. Da möchte ich jetzt nicht allzu viel Zeit für aufwenden. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass das erste Video zu diesem Format, das definitiv kommen wird, das ist nicht gecancelt, erst zum Ende der Nachfolgeserie von Reigns kommt, also in einigen Jahren. Ich denke mal, bis dahin werdet ihr das alles wieder vergessen haben und ich werde euch dann da dementsprechend nochmal informieren, solltet ihr zu dem Zeitpunkt überhaupt noch Abonnenten von meinem Kanal sein. So viel mal zu dem Thema, dann haben wir das schnell abgehakt und dann geht es auch direkt weiter. Wir möchten ein bisschen über die Einkaufsoffensive sprechen. Wie wir ja alle wissen, beziehungsweise die, die schon länger dabei sind, habe ich ja Ende 2017, Anfang 2018 umfangreiche Sparmaßnahmen eingeläutet. Da werden sich jetzt vielleicht einige der auch vor allem neueren Abonnenten fragen, hä, was, Sparmaßnahmen, du machst doch ständig so scheiß teures Zeug auf und bla. Und ja, das stimmt, es ist immer noch relativ teurer Stuff auf meinem Kanal gekommen in der Zeit. Ich erinnere nur an das 7.500 € Opening vom lieben Michael und an die 2.000 € Tournament Pack, Champion Pack, Turbo Pack Sammlung, die ich damals aufgemacht habe. Oder an die 1.000 € Tournament Pack 2 Sammlung, die ich damals aufgemacht habe, bedauerlicherweise alles noch mit der schlechteren Kamera. Ja, das mag sein, allerdings kam das halt nicht mehr in dieser Quantität. Wir erinnern uns, vor 2017 war es ja so, dass ich wirklich in der Woche Videos rausgebracht habe, deren Inhalt oder ja doch die Karten, die eben in den Videos zu sehen waren, die waren da locker 8, 9, vielleicht auch 10.000 € wert. Dagegen ist dann halt das, was Ende 2017 bis jetzt war, nix. Das war einfach, ich hab dann angefangen, ein bisschen zu sparen. Das hat ein paar private Gründe. Ich hatte natürlich auch noch andere finanzielle Verpflichtungen. Yu-Gi-Oh! Ist auch nicht mein einziges Hobby. Aber ab nächstem Jahr möchte ich diese Einkaufsoffensive, wie wir sie damals hatten, wieder in einem limitierten Umfang starten. Und 2021 will ich dann wieder komplett durchstarten. Da werden wir wieder Videos auf den Markt bringen. Da wird es euch die Kniescheiben nach vorne raushauen. Und ja, also auf jeden Fall 2020 wird es jetzt so laufen, dass einmal im Quartal ein Monat richtig reingehauen wird. Welche Monate genau das sind, kann ich euch auch sagen. Das wird einmal März sein, einmal Juni, September und Dezember. Also einmal alle drei Monate sozusagen. Da werde ich wieder richtig zu Potte kommen, wenn man so möchte. Da habe ich mir dann ein Fenster eingerichtet, wo eben auch alle anderen Hobbys zurückstehen finanziell und wo Yu-Gi-Oh! Wieder richtig nach vorne gebracht wird. Zumal man ja auch nicht nur die Videos produzieren muss, um euch bei Laune zu halten sozusagen, sondern das Projekt muss natürlich auch vorangetrieben werden. Und in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, war halt auch sehr viel Bulk dabei, sehr viel günstigere Sachen, die natürlich trotzdem schön sind. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, das Projekt lebt von allen Karten und da gehört halt nun mal auch der teure Spaß dazu. Und um den kümmern wir uns dann dementsprechend in limitierter Form dieses Jahr und nächstes Jahr meine ich. Und übernächstes Jahr eben wieder volle Kanne. Dieses Jahr
sind die Sparmaßnahmen natürlich noch vollumfänglich im Gange. Das heißt, dieses Jahr kommt auch nichts Großartiges, außer vielleicht ein paar teure Neuzugänge, vielleicht auch nochmal ein Sammlungsopening, das weiß ich nicht. Aber erst ab nächstem Jahr, erstmals dann im März, wird es wieder richtig losgehen. Ja, dann gibt es noch ein paar Updates zu den ganzen Formaten, die ich habe. Nicht zu allen, aber zu ein paar. Zunächst einmal das ganz normale Opening-Format. Da gibt es nur ein kleines Update, und zwar werde ich mir einen Präsentationsteller besorgen, einen elektrischen Drehteller. Da werden halt die Beauty-Shots dann mitgemacht. Ist einfach eine coole Art, das Ganze zu präsentieren. Es wird auch ein Gimbal angeschafft. Das ist so eine Apparatur, die mir eine sauberere Kameraführung ermöglicht. Denn ihr wisst ja, bei den Beauty-Shots, ich mache das alles freihand und manchmal wackelt das noch ein bisschen, weil ja, man hat ja Puls, ne? Und es ist einfach unmöglich, das komplett sauber zu halten. Manchmal hat man so einen Glücksfall, dass es wirklich komplett sauber ist, aber wirklich, also das ist sau schwierig und erfordert eine Menge Übung und vor allen Dingen eine äußerst ungesunde Körperhaltung, wenn man sich da mit Beinen und Ellenbogen abstützt, damit man das Ganze halbwegs sauber führen kann. Dieser Gimbal, der wird mich da unterstützen. Das ist eine Apparatur, in der die Kamera eingespannt wird und dementsprechend werden dann eben ja durch den Körper, ich sag mal, hervorgerufene Wackler etc. ausgeglichen. Das heißt, das Ganze wird ganz sauber durchs Bild gleiten und das wird höchst professionell aussehen. So, genau. So viel zu dem Format. Das bringt mich dann auch gleich zum nächsten Format, nämlich Neuzugänge. Die möchte ich komplett umstrukturieren. Wir hatten es ja damals, also nee, sagen wir es mal anders. Neuzugänge ist ein Format, das habe ich nicht erfunden. Dieses Format gibt es zwar nicht übermäßig häufig, aber es gibt sie auch auf anderen Kanälen. In der Regel setzt sich Person X vor die Kamera und geht halt die Karten durch. Ich habe das dann damals revolutioniert, oder ja, revolutioniert kann man nicht sagen. Ich habe es halt einfach abgeändert, indem ich die Karten in diesen Halter eingespannt habe und das eben anders optisch präsentiert habe. Inhaltlich hat sich natürlich nicht viel geändert. Nur, dass das Ganze eben dann mit Skript noch unterlegt war. Also quasi das, was ich da gesagt habe, war größtenteils mit Stichpunkten untermauert. Und ich habe da nicht übermäßig freigesprochen. Das will ich wieder ändern. Ich möchte das Ganze wieder ein bisschen persönlicher gestalten. Und ich möchte es anders präsentieren optisch. Ich möchte es nochmal auf eine andere Ebene heben. Und da seid ihr gefragt, denn ich habe eigentlich nur eine Idee. Und zwar möchte ich das auch mit diesem Präsentationsteller machen. Mit diesem elektrischen Präsentierteller. Wie auch immer man das nennen möchte. Mit der Drehscheibe. Das ist so meine Idee, dass ich da Beauty-Shot-mäßig so ein paar Videoclips schieße und dann eben mit einer zweiten Tonspur das Ganze unterlege. Das ist so meine Idee, aber ihr seid ja viel fantasievoller als ich. Vielleicht, wenn ihr euch motiviert fühlt, habt ihr die eine oder andere Idee, wie ich das optisch präsentieren könnte. Inhaltlich wird sich nicht viel ändern. Es geht hier rein um die Präsentation. Nur das Gesprochene wird wieder etwas freier gesprochen, aber so vom Inhalt wird es gleich bleiben. So viel zu dem Format. Ja, dann gibt es das Format Sammelkartencheck. Damit habe ich schon angefangen mit dem Plan, den ich da habe. Und zwar will ich einfach mal ein bisschen öfter Folgen dazu bringen. Dieses Format bedarf immer einer Menge Vorarbeit. Speziell, wenn ich euch einen Ordner zeige. Denn diesen Ordner muss ich erstmal zusammenbasteln. Denn ihr wisst, ich sammle nicht in Ordnern. Das heißt, ich muss meine ganzen Tinboxen durchgehen, muss mir die Karten zusammensuchen und irgendwie umsleeven, damit das nicht komplett kacke aussieht. Weil ihr wisst, in den Tinboxen, in denen ich nicht vorsortiert habe, da sind die in unterschiedlichen Hüllen, teilweise auch in Normal Size. Und das würde furchtbar aussehen. Es ist wirklich eine Menge Arbeit. Dementsprechend sträube ich mich meistens davor, so eine Folge zu machen. Deswegen kommt die auch, also so ein Ordner kommt ja relativ selten. Abgesehen von den Anfängen des Formats, da habe ich ja noch einen Ordner gesammelt. Und ja, da will ich ein bisschen mehr zu machen, auch für die Leute, die jetzt vielleicht kein Instagram haben oder mir nicht auf Instagram folgen wollen, dass die trotzdem einen etwas umfangreicheren Einblick in meine Sammlung bekommen. Dann haben wir noch wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, das Format End of an Era. Da muss ich mich, glaube ich, nicht mehr zu äußern, habe ich jetzt am Anfang gemacht. Und es gibt ja natürlich noch das lange angekündigte Format Yu-Gi-Oh! Epic Pictures. Da habt ihr ja lange nichts mehr von gehört. Dieses Format ist immer noch oder wird immer noch in Arbeit sein. Ich habe es lange nichts mehr dran gemacht, da es halt auch immer so eine Art Motivationssache ist. Das ist wohl das aufwendigste Format überhaupt. Falls ihr noch nicht wisst, was das ist, weil ihr vielleicht neu seid und der Community-Beitrag erstens schon längst gelöscht ist und zweitens uralt ist.
Epic Pictures ist im Prinzip nichts weiter als ein schönes Liedchen, das ich euch da mit Bildern untermauere. Im Prinzip ist das auch so eine Art Einblick in meine Sammlung, bestehend aus ganz vielen unterschiedlichen Beauty Shots. Mal sind es einzelne Karten, die man sieht, mal ist es eine Kartengruppe, mal ist es meine Einrichtung, also wo ich mein Yugi-Zeug stehen habe, mal ist es wirklich ein Riesenfeld von lauter One-Touch-Magnethaltern, wo die Kamera drüber fährt. Und es sind schöne Kamerafahrten, wenn man so möchte, schöne Beauty-Shots, die zusammengereiht werden und mit einem Lied untermauert werden. Die Videos gehen unterschiedlich lang, mal 3 Minuten, mal 5 Minuten, je nachdem wie lang eben das Lied geht. Und ja. An und für sich kam dieses Format in der ursprünglichen Umfrage gut an, aber es ist eine immense Arbeit. Eine wirklich immense Arbeit, und das ist ja nur ein Nebenformat, Leute. Das ist ein Format, das eben, ja, eurer Belustigung dient. Mit dem Projekt selber hat das ja nichts zu tun. Ja? Und dementsprechend hat das natürlich nicht so die Priorität, wie es zum Beispiel Mega-Openings, Neuzugänge oder eben auch Sammelkarten-Checks, wenn man denn so möchte, weil das Sammelkarten-Check-Format ist ja so ein Werbeformat. Eigentlich das ein bisschen anstacheln soll, dann auch diese Sammlung bzw. diese Ausstellung zu besuchen. Inwiefern das Früchte trägt, weiß ich jetzt noch nicht. Und ja, dann bin ich auch dabei, einige Folgen Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy vorzuproduzieren. Diese Videos, ihr wisst, das ist wirklich so ein Füllerformat. Wenn mal nix ist, dann baller ich so ein Video raus. Und da werdet ihr halt immer über eine Karte informiert, die zum Zeitpunkt der Aufnahme mindestens 20 Euro wert ist. Da werde ich auch einige Videos vorproduzieren und ja, das wird auch massiv wieder kommen. Ich schätze mal alle 2 Tage, also immer ein Hauptvideo, am nächsten Tag dann dieses Video, also ein Expensive Legacy, dann wieder ein großes Hauptvideo. So ist der Plan. Ja, dann gibt es natürlich noch Informationen zur Sammlung. Ihr wisst, die letzten konkreten Zahlen gab es 2017. Da habe ich mich wirklich mal eine halbe Ewigkeit hingesetzt mit ein paar Kumpels zusammen. Wir haben die komplette Sammlung, jede einzelne Karte, die herumfliegt, durchgezählt. Und nach dem Durchzählen auch jede einzelne Karte, abgesehen von dem Common Bulk. Den haben wir natürlich einheitlich berechnet mit 2 Cent pro Karte. Aber ansonsten jede einzelne Karte via Market berechnet. Und wir kamen damals auf rund 350.000 Karten. Also das ist natürlich gerundet, waren ein paar mehr. Und einen Wert von ungefähr 150.000 Euro. Das war 2017. Jetzt gehen wir mit großen Schritten auf 2020 zu. Das heißt, es sind jetzt beinahe 3 Jahre vergangen. Und in der Zeit hat sich natürlich trotz Sparmaßnahmen viel getan. Ich habe ja auch viel gespendet bekommen. Und also da werde ich mich vermutlich im Januar, wenn ich das nächste Mal Urlaub habe, wieder mit meinen Kumpels zusammensetzen. Das heißt, in dieser Woche wird es dann keine Videos geben. Ich werde mich dann nur darauf konzentrieren, die Sammlung zu zählen und sie zu bewerten. Und ich bin gespannt, wie viel wir dann haben und wie der Wert dann aussieht. Ich habe auch schon eine Schätzung. Ich schätze schon seit einer ganzen Weile. Also ich denke mal, die 400.000 Karten werden wir geknackt haben. Und wir werden wohl auch langsam an den Wert von 200.000 Euro rankommen. Vielleicht sind es auch nur 180.000 Euro. Das weiß ich an dieser Stelle nicht. Aber meiner Schätzung nach, also ich predikte jetzt einfach mal so 400.000 Karten. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und der Wert, ich sag mal, 190.000 Euro setze ich jetzt mal so an dieser Stelle als Schätzung fest. Ja, dann wird es auch wieder ein FAQ-Video geben. Im Laufe der nächsten Monate würde ich sagen, das letzte Video ist ja schon uralt und auch die Informationen dieses FAQ-Videos sind wohl recht veraltet. Ich werde das Video wohl auch jetzt dann aus dem Programm nehmen demnächst und es quasi löschen, wenn man so möchte. Oder zumindest auf privat stellen, mal gucken. Einfach weil es nicht mehr aktuell ist und einfach veraltet ist. Es ist antiquiert auf dem Kanal. Die Informationen stimmen teilweise auch gar nicht mehr. Auch meine Meinung zu bestimmten Dingen hat sich vermutlich auch in einigen Teilen geändert. Und ja, dieses Video würde jetzt, wenn man es jetzt zum Beispiel anschauen würde, ein völlig unaktuelles Bild von mir und meinem Kanal und dem Projekt quasi hinterlassen. Und das wäre natürlich ziemlich kontraproduktiv. Dementsprechend werde ich mal, also wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir das über Instagram schicken, über E-Mail, ihr könnt mir das in den Videos kommentieren. Und ich werde jetzt auch im Laufe der nächsten Zeit mal die ganzen Videos des letzten halben Jahres durchgehen, mal durch die Kommentare blättern. Da kann man immer wieder mal fragen. Werde das mal zusammensuchen. Dann machen wir, ja, keine Ahnung, eine Folge mit 10 Fragen oder so. Wird wie hier so ein Labervideo. Und
dann schauen wir mal, wann dieses Video jetzt im Endeffekt kommen wird. Dann kommen wir zum letzten Punkt für heute, nämlich den technischen Upgrades, wenn man so möchte. Also ihr wisst, ich bekomme einen Drehteller, ihr wisst, ich bekomme einen Gimbal, das habe ich ja schon gesagt. Allerdings werden natürlich in den nächsten 2 Jahren noch wesentlich umfangreichere Aufwertungen meines Kanals stattfinden. Ich habe jetzt hier, wie bereits gesagt, eine neue Kamera. Die Kamera hat ungefähr 700 Euro gekostet, ist auch an und für sich 4K-fähig, aber wie ihr bestimmt mitbekommen habt, hat diese Kamera auch noch den ein oder anderen Makel. Wenn wir mal ehrlich sind, 700 Euro sind in der Welt von Aufnahmetechniken Spielzeug. Ja? Also ich werde vermutlich, nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr werde ich mir eine neue Kamera ranholen. Ich habe auch mir das Video von Renebrain gesaved, wo er den Link zu der Kamera, die er verwendet, quasi in der Videobeschreibung zu stehen hat, denn ich finde seine Bildqualität extrem gut und ich werde mir wahrscheinlich diese Kamera holen. Die kostet aber, ich glaube, 1500 oder so, also ist schon knackig, muss ich sagen, ist wirklich knackig. Und die werde ich mir wahrscheinlich ranholen, und zwar gleich 2 Exemplare davon, denn ich möchte auch anfangen in bestimmten Formaten. Ihr habt es vielleicht in The Best Arts schon das ein oder andere Mal gesehen, aus 2 Positionen aufzunehmen. Bei The Best Arts, da bin ich immer so ein bisschen am Tricksen, denn ich nehme die Best Arts Video immer 2-mal auf. Also ich spreche sie komplett 2-mal live ein und mute das Ganze dann und nehme dann eine dieser beiden Spuren, die ich als besser empfinde, und lege sie nochmal drüber, weil ich habe aktuell halt nur eine Kamera, möchte das aber tatsächlich aus mehreren Winkeln filmen, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, und werde mir dementsprechend quasi für 3000 Euro Kameramaterial ranholen oder für 3000, was weiß ich wie viel, 100 Euro, und werde das dann hier so quasi umsetzen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik, das wird wahrscheinlich erst gegen Ende 2021 der Fall sein. Vermutlich kommt die zweite Kamera auch erst 2022 dazu, aber die erste kommt auf jeden Fall schon 2021. Ich werde mir einen Laptop besorgen, denn das Problem ist, mein aktueller Rechner ist nicht 4K-fähig. Das bedeutet, ich kann auch keine 4K-Dateien bearbeiten, und dann werde ich das Ganze auch in 4K aufnehmen für die Leute, die tatsächlich ein 4K-fähiges Ausgabegerät haben, dass die dann das auch eben in 4K gucken können. Ja, das soll es allerdings an der Stelle gewesen sein. Ich denke mal, wir sehen uns dann zu irgendeinem anderen Video wieder. Bis das nächste Kanal-Update kommt, werden wahrscheinlich wieder einige Jahre vergehen. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.